Was geht ab, Freunde, und... Digga, warum mach ich immer so cringy? Dingens, Start, Digga. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Das Video wird heute was ganz, ganz Besonderes. Ich weiß, ich sage das ist öfteren bei den Videos, bei Beginn, bevor ich hier alles mache und so. Aber das Video ist heute wirklich was Besonderes. Etwas, was mir sehr viel auch bedeutet. Den allerersten Livestream, den ich gemacht habe, werden wir heute eine Reaction machen. Bin gespannt, da werden es auf jeden Fall safe die ein oder anderen witzigen Szenen dabei sein, weil ihr wisst ja, ich schnacke nicht viel. Ich werde das Video sofort beginnen, Freunde, und ihr werdet dann auf jeden Fall bewerten. Ich bin mal gespannt, Freunde. Ich hatte zu der damaligen Zeit auch keine Facecam. Ich habe da noch auf der PlayStation gestreamt und so Videos gemacht. Struggle ohne Ende, wie unprofessionell ich damals noch war und so weiter und so fort, werden wir jetzt alles in diesem Video sehen. Ich produziere momentan sehr viel vor. Das bedeutet, das Video, was ich gerade aufnehme, ist für euch vielleicht vor 4 oder 5 Tagen aufgenommen worden. Also ich bin gerade 4, 5 Tage für euch alt. Ja, ich gucke das gerade, während ich das vor 4, 5 Tagen gemacht habe. Digga, in was für einer Welt wir leben? Krank, oder? Krass. Nach dem Intro das Video. So, Freunde, willkommen zurück. Der Hype ist real, Freunde. Ich habe mir jetzt den allerersten Livestream rausgefischt. Wir werden auf jeden Fall den Beginn auch mal kurz zeigen. 16 Likes, Freunde, am 20.10.2019 wurde das aufgenommen. 105 Aufrufe und das Video ist schon, also dieser Stream ist wirklich fast 9 oder 10 Monate alt. Jetzt beginnen wir hier mal ganz kurz. Und ich habe damals wirklich auf der PlayStation gestreamt. Da hieß ich auch ganz anders, wie ihr sehen könnt. Fearless Muro hieß ich da damals. Fearless Muro 029. Da gab es auch noch Spielwiese und so. Digga, die alten Zeiten werden gleich hochkommen. Da hatte ich sogar V-Bucks, Digga, was ich heute gar nicht mehr habe. Da habe ich echt V-Bucks gehabt. Und da habe ich immer viele Preisgeldturniere gemacht. Ihr könnt unten links sehen, vorne 60 Frames. Da hatte ich damals auch kein PC und wie auch immer. Was mache ich hier jetzt? Hä? Guck mal, es ist einfach noch keiner hier im Stream. Aber heute ist es ganz anders. Heute ist es ganz anders. Hä, was ist das für ein Geräusch? Digga, ich streame seit 9 Minuten und kein einziger Zuschauer, Digga. Heute ist es... Oh mein Gott. Freunde, heute ist es ganz, ganz anders als wie damals. Weil damals, ne, war das echt ein heftiger Struggle. Und ich weiß noch meine Anfangszeiten, das war echt heftiger Struggle für mich, damals irgendwie was zu reißen. Weil früher war es wirklich schwierig, auf YouTuber irgendwas zu erreichen, vor 9, 10 Monaten. Guck mal, ich bin bei der 9. Minute und es ist nicht eine einzige Person... war noch nicht mal im Chat und hat geschrieben, aber heute, ich starte den Stream und auf die Minute sind einfach bam 18, 20 Leute da. Ich bin so unnormal dankbar, was ich alles erreicht habe. Oh, Bruder, da schreibt einer. Moderator, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt auf meine Reaktion, wie ich ihm geantwortet habe und so. Oh, Bruder. Oh, Brudi. Herrenmann, wie geht's, Brudi? Alles gut? Bester Typ, ja. So, weiter geht's. Hat er was geschrieben? Oh, Bruder. Okay, wir spulen mal ein bisschen nach vorne. Minute 16. Bruder, wer ist das auf? Oh, jetzt eskaliert der Stream. Warte mal kurz. Jetzt eskaliert der Stream, Digga. Profibild, wenn du dann nimmst. Mashallah, Bruder, wunderschön, ihr beide. Dankeschön, Bruder. Ja, das bin ich und meine Frau. Guck mal, ich bin so schüchtern, Digga. Ich mach mal ein bisschen vor, wo man dieses... Just for fun machen. Ding jetzt nicht mehr hört. Ah, jetzt. Livestream. Gucken hängt bei mir, oh, scheiße. Boah, Alter, du elendiger YouTuber, Digga, Musti Gaming. Wie viele Werbung hast du in deinen Kanal reingeballert, Junge? No comment, Alter. Jedenfalls so, ja. Ne, es ist, Digga, Ehre. Krass, Digga. Aber das ist komisch, Brudi, weil ich habe ja auch ganz normal Standard auf Auto und so, German, ne? Voll...
Hört ihr das? Voll. Hört mal, bitte, bitte hört mal jetzt genau zu. Ich bin mal komplett ruhig. Hört mal jetzt. Voll. Hört ihr das? Voll. Da wollte ich damals, ne? Ich hatte damals das Problem, ich schwöre, es kommen gerade so Gefühle hoch, das ist nicht mehr normal, Digga. Ich wollte damals immer, also damals hatte ich das Problem, wenn ich geredet habe, gesprochen habe, habe ich gesprochen, ohne zu denken. Ich wollte einfach cool wirken. Aber heute denke ich, bevor ich irgendwas sage, und bin heute viel professioneller. Krass, Digga. Ich mache einfach den hier da in dem Video, so hier. Digga. Ich mich einfach mal bedanken. Bei jedem Einzelnen. Ja, wo geht das ab, Junge? Was laberst du für eine Scheiße, Digga? Du streamst seit 50 Minuten, Digga. 50 Minuten. Und dein Chatverlauf ist gerade mal, hat hier begonnen und ist hier, Digga. Wie viele Leute sind im Chat? 1, 2, 3. Digga, Digga, 3 Zuschauer sind am Start und ich bedanke mich bei denen. Versteht ihr, was ich meine? Damals war das so nicht. Damals war das voll anstrengend. Damals war das wirklich unnormal anstrengend, auf YouTube irgendwas zu erreichen. Krass, Digga. Heftig. Ich habe 3 Zuschauer zu dieser Zeit. 51. Minute. Gerade mal 10, 15 Nachrichten im Chat. Und ich sage, ich bin da. Nur abgehoben. Ich muss zugeben. Sehr ruhig war ich damals. Ich war wirklich sehr, sehr ruhig. Vermutlich war das aber auch so, weil ich wollte schnell voran. Und es hat einfach lange gedauert. Und dann war ich einfach irgendwann voll deprimiert, so. Keine Ahnung, wie lange geht dieser Stream? 3 Stunden. Oh, du Armer, süß. Aber cool, ja? Ich habe gerade auch Stream gesehen von dir, Rudi. Du musst Dings machen, wenn du Stream startest. Wie heißt das? Hashtags reinmachen, Bruder. Krass, Digga. Ich habe damals sogar den Leuten gesagt, was sie machen sollen, was sie tun sollen. Ich hatte damals zu der Zeit, wo ich gerade hier den Stream mal gucke, ich glaube, da hatte ich meine 15, 20 Abonnenten und da mache ich schon einen auf, du musst dies machen, du musst das tun, du musst dies tun. Die haben sich damals bestimmt so gefragt, was labert der Typ für eine Scheiße? Der hat doch selber seine 15, 20 Abos. Krass. Digga. Man könnte meinen, Digga, jemand ist am Mike und ich habe zu Hause Haustier, Digga, jetzt Godzilla. Krass, Mann. Bin mal gespannt, ob wir hier jetzt, ob wir den holen. Der ist hier unten. Boah, ich kann mich noch an diese Situation erinnern, Digga. Es kommt alles so, alles kommt hoch, Digga, alles kommt hoch. Boah, ich schieße einfach ins Wasser. Hört sich hier im Wasser Dings gebaut, ja? Nein, Rudi, der ist oben. Oh mein Gott. Der ist oben, Highground. Wir machen sofort weiter, ich bin mal gespannt. Oha, der hat einen guten Hit kassiert. Oder der ist direkt unter mir. Guck mal, das habe ich damals so gehasst. Nice. Ja, oh mein Gott, nice. Krass. Jetzt soll mal einer aus der Ecke kommen und sagen, Musti hat noch nie einen Win gemacht. Ja, MSC Onkel, komm mal jetzt aus der Ecke, sag mal, dass ich nicht so gut bin. Ich habe vor 9 oder 10 Monaten sogar Dingens einen Win gemacht. Hier, das ist der Beweis, Digga. Ja, kommt jetzt mal aus der Ecke. Nein, Spaß. Krass, Freunde. Ich kann mich an diese Szene teilweise, wenn ich die sehe, so krass erinnern. Die Gefühle, die kann man gar nicht beschreiben. 50 Abos werde ich Dingens machen. An jemanden Battle Pass verschenken. Guck mal, das Ding ist, Serhat 1223 ist mein Cousin, aber damals habe ich geflext und so getan, als wüsste ich nicht, wer der ist, falls ein neuer reinkommt, damit der so dieses Hype hat. Digga, was? Oh mein Gott, Digga, was habe ich für Scheiße gebaut damals, Junge? Um ein bisschen erfolgreich zu werden. Also wenn ich 50 Abos bekomme. Oh Mann. Ich schreibe einfach so, als kenne ich den nicht, obwohl das mein Cousin ist. An jemanden verschenken. Ich bin so ehrenlos, Digga. Easy, ja. Einfach abonnieren bis zum geht nicht mehr, bis ich. Guck mal, was muss man machen, um den Battle Pass zu kriegen? Hört mal. Wenn ich die 50 Abos erreicht habe, dank euch, inshallah, werde ich auf jeden Fall jemanden Dings machen. Battle Pass schenken. Ich habe das auch durchgezogen, Freunde. Ich habe nie gefaked, ich werde auch niemals einfach faken. So als Begrüßung auch, weißt du? Und damals hatte Hisham
war der auch skeptisch, dass ich das wirklich mache. Und als er dann die 50 Abos bei mir gesehen hat und ich gemacht habe und er der Gewinner war, meinte er nur zu mir so: Krass, Digga. Diese Runde habe ich aber gut gespielt, Digga. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, ich mache gleich noch einen übertrieben geilen Pumpgun-Shot. Guckt, wie ich dem seine Ehre nehme, Digga. Das war damals war ich ein übertriebener, kranker Dingens Pumpgun-Spieler. Guckt mal jetzt. Bam. Und guckt jetzt, Freunde. Guckt jetzt. Bam. Einfach dieser Monte-Shot. Kennt ihr diesen Monte-Shot? Montana Black-Shot? Wie gesagt, Leute, Woanders hingucken, aber ich werde den abknallen. Stream nicht so lange laufen lassen. Ich wollte nur kurz bekannt geben, weil ab 50 Abos werde ich auf jeden Fall. Guck mal, das war die Zeit, wo ich noch mal am Struggle war für die 50 Abos. Ein Battle Krass, Pass. Digga, Alter. Freunde, hier haben wir einen Kandidat, der ist abgehauen. Ich kann mich noch, als wäre es gestern, daran erinnern. Dann habe ich ihn aber übertrieben sein Live genommen. Ja, Junge, bam, 130er in deine Fräse, Digga. Ich tue so, als wäre das nicht so easy, Digga. Wenn du die 50 hast, wird dann jemand zufällig gewählt. Genau. Genau, Bruder. Was ihr dafür tun müsst, ist easy, ja? Einfach in die Kommentare Habt ihr gesehen? Hört ihr das? schreiben. Was ihr dafür tun müsst, ist easy, ja? Einfach Das ist das, was ich vorhin meinte, Freunde. Ich habe früher nicht nachgedacht. Ich habe einfach irgendeine Scheiße gelabert. in die Kommentare schreiben. 7 Uhr werde ich dann bekannt machen, wer diesen Battle Pass bekommt von mir. Guck mal, ich habe sogar damals eine Uhrzeit bekannt gegeben, wann es diesen Battle Pass gibt. Scheiße, Digga. Das wird immer cringer, Digga. Heute Abend um 7 Uhr Battle Pass, Freunde. Ich halte dein. Oh Ich habe den Mann, Stream Digga. auch. So, Freunde, das Video ist somit beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Unterhaltung geben. Falls es so ist, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare rein, zu welcher Zeit, zu welcher Sekunde ihr gelacht habt und ob ihr noch die OGs seid, die damals dabei waren. Haut rein, Freunde, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder oder in einem nächsten Livestream wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Peace und wir sehen uns.